Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer wunderschönen neuen Folge von Hearthstone hier an diesem wunderschönen sonnigen Samstag. Ich weiß gerade, es ist jeder Tag sonnig, aber es ist halt nun mal so. Wir spielen heute wieder ein richtig, richtig cooles Deck und zwar habe ich mal wieder gesagt, ich will wieder ein bisschen basteln und will ein bisschen krassen Shit machen und sowas. Und deswegen habe ich mir mal hier den Odd Rogue angeschaut. Es wurde mir auch schon in den Kommentaren geschrieben, dass ich mir doch mal den Odd Rogue anschauen sollte, weil der ganz cool wäre. Und liebe Leute, ich weiß, ich bin mit den Kommentaren beantworten ziemlich hinterher. Das werde ich jetzt auch noch nachholen. Ich habe mir heute extra ein bisschen Zeit genommen, dass ich diese ganzen Kommentare jetzt hier auch mal beantworten kann und ich werde natürlich auch auf jedes einzelne Kommentar eingehen und bedanke mich hier an dieser Stelle nochmal dafür, dass ihr überhaupt Kommentare schreibt. Dankeschön. So, wir spielen richtig coole Odd Rogue Action und zwar ist der Odd Rogue halt darauf aufgebaut, dass wir natürlich nur Odd Cards haben. Wir spielen so wichtige, also es ist eine Art Tempo Rogue, könnte man es einfach mal sagen, so einfach mal als Übergriff. Wir spielen natürlich so typisch wichtige Tempo Rogue Sachen wie natürlich Cold Blood, Deadly Poison und alles mögliche. Wir haben aber auch kleine Ersatzkarten drin, wie zum Beispiel den Dire Maul, den man ja normalerweise nicht da drin sieht. Das liegt aber auch daran, dass wir, wie gesagt, nur bestimmte Karten dann halt nicht spielen können. Wir können zum Beispiel kein Kalasaf spielen, weil Kalasaf halt 2 kostet. Wir können hier keine Sachen spielen wie Backstab oder sowas in die Richtung. Deswegen müssen wir uns das Ganze hier ein bisschen ersetzen mit solchen Sachen wie Dire Maul, mit solchen Sachen wie den Plague Scientist, den Fletchling oder Fungalmancer, obwohl man den Fungalmancer tatsächlich teilweise schon drin spielt. So, ich hoffe, das Ganze ist hier Ord. Lass mich nochmal ganz kurz gucken, nicht, dass ich wieder den guten Fehler mache vom letzten Mal. Aber es sieht eigentlich ganz gut aus und da werden wir jetzt eigentlich gleich mal ins Ranked einsteigen. Ich habe wieder ein bisschen gerankt die letzten Tage und das war nicht so erfolgreich, wenn ich ehrlich sein darf, weil ich weiß nicht warum, aber irgendwie ich kann nicht gegen Hunter spielen, Leute. Der Hunter ist einfach insanely bad für mich. Ich weiß nicht warum, aber der klatscht mich jedes Mal einfach direkt weg. So, Odd Rogue, los geht's. Es ist einfach krass. Ich stehe auf 15 Health oder sowas, der Hunter hat noch irgendwie 2 oder 3 Health und castet mich mit einem Zug einfach komplett tot, weil er irgendwie hier die Ultra-Luck-Casts macht oder halt die Ultra-Skill-Casts, das weiß ich ja nicht. Auf jeden Fall ist es immer krass und ich verliere dann immer und das ist ultra-sad. Aber naja, so ist es. So ist das, liebe Leute. Vielleicht habe ich auch einfach nur kein Draw-Glück gehabt an dem Tag. Das kann natürlich auch gut sein. So, wir packen alles weg. Wir brauchen ein schönes Early-Game. Nur hier mal ganz kurz zu erklären. Ist mir deine Maus eigentlich zu schnell eingestellt? Nee, so passt. Nur mal ganz kurz hier. Oh, den auf der Startseite zu haben. Mm. Kurz zur Erklärung. Ich habe gerade schon gedacht, Barcode triggert nicht. Versucht wirklich Early Game zu halten hier mit dem Deck. Es ist super, super wichtig, dass ihr hier wirklich schnell Karten rauskriegt, dass ihr wirklich schnell hier Threats aufs Board kriegt und ihm versucht unter Druck zu setzen. Ihr seid das schnellere Deck, ihr seid das stärkere Deck, wenn der Gegner wenig Removal hat. Wir versuchen hier natürlich jetzt über den Fletchling zu gehen, wenn er hier jetzt keinen Spell castet oder sowas. Es wäre natürlich nice, wenn ihr hier Icelands, ich bin gerade schon ein bisschen wieder im WoW drin. Wenn ihr einen Frostbolt raushaut, können wir das wegmachen? 2, 4, 3, ne, können wir leider nicht. Ist natürlich nicht optimal, wir gehen aber trotzdem hier drauf, holen uns so eine neue Waffe. Er sprengt einmal das Board, das ist wahrscheinlich Big Mage, würde ich sagen. Big Mage ist ein bisschen schwierig zu handeln, weil wenn er Jaina hat, dann haben wir halt ein sehr, sehr großes Problem. Aber so lange können wir sehr, sehr gute Threads aufs Board bringen, können sehr, sehr gut traden, können den Fletchling hoffentlich auspowern. Oder zumindest ist das, was ich versuchen möchte, hier den Fletchling ein bisschen auszupowern. Nicht optimal. Nicht optimal. Haha. Wir versuchen natürlich hier Board zu behalten, einfach den Druck aufzusetzen. Ich hätte hier sehr, sehr gerne den Fletching rausgebracht, aber Fletching ist hier nicht die richtige Wahl gewesen. Weil sonst hätten wir die beiden Typen, also hätten wir ihn und ihn reintraden müssen und das ist immer nicht so ganz optimal. Er pinkt hier rein, wird wahrscheinlich einen Turn machen, das ist sehr, sehr gut für uns. Wir machen jetzt natürlich weiter Pressure. Können im nächsten Zug dann solche Sachen machen wie Fletchling, Hero Ability, Cold Blood oder sowas in die Richtung. Er muss jetzt auf jeden Fall das Board wipen, weil sonst kriegt er zu viel Schaden und wir können ihn ziemlich hart hitten. Das Gute ist, er hat hier Dragon's Breath. Also er wird hier... Okay, oder er benutzt Dragon's Breath nicht. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Die Frage ist halt nur, ob er hier removen kann. Ah, er spielt... Oh. Dieses dumme Elemental. Dieses dumme Elemental. Und wir kommen halt leider nicht komplett durch. Sehe ich das richtig? Sehe ich das richtig? Wir machen hier den Hit. Wir machen hier den Hit. Ne, wir kommen nicht durch. Und er wird einen Dragon's Breath rauszünden. Und dann sind wir halt am Arsch. Hit. Deswegen lohnt es sich hier tatsächlich. Hat er noch einen kleinen Spell dabei? Ich denke nicht, dass er irgendeinen kleinen Spell dabei hat.
kriegt den Cast-Trigger leider. Komm, kein Dragon's Breath, das wäre optimal. Er kriegt halt leider den Cast-Trigger, das heißt, wird sich erstmal um 5 heilen. Blizzard. Das war actually nicht optimal von ihm, denke ich. Aber ich muss auch dazu sagen, dass ich nicht gedacht hätte, dass er Blizzard in seinem Deck spielt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der Ultra-Fletchling. 12-1 Fletchling. Ping. So sad. Das Gute ist halt, entweder macht er halt jetzt hier einen Flamestrike, dann überlebt er, oder er pinkt ihn, dann ist der Fletchling weg, kann aber kein Flamestrike mehr spielen, müsste dann irgendwas anderes machen. Also ein Board Removal ist ja eigentlich schon worth, möchte ich mal sagen. Okay, er opfert sogar seinen Dude noch dafür. Nochmal ein Blizzard, Alter. Das ist ätzend. Das ist ätzend. Er holt sich hier gerade sehr, sehr viel Rüstung raus. Und wir können hier gerade nicht wirklich viel machen, weil sobald wir nämlich hier irgendeinen Shit machen, würde er uns das komplett denyen. Und das ist ein bisschen sad, wenn ich ehrlich bin. Er wird halt, sobald er halt ein AOE-Removal... Oh mein Gott. Ach, warum castet ihr das immer auf den Typen mit dem wenigsten Health? Ja gut, wir haben auch noch einen 5-1, aber der trotzdem. Baron Gaddon. Eieiei. Baron Gaddon ist ein krasser Typ. Die Frage ist nur, ob wir ihn nicht jetzt sogar hier dafür punishen könnten. Aber wir versuchen es zumindest ein bisschen, ihn zu punishen hier an der Stelle. Ja, der wird es eh nicht überleben. Flamestrike ist halt hier eigentlich schon vorprogrammiert. Flamestrike Ping. Ja, wenn er es halt nicht hat, spielt er halt Dragon's Breath raus oder sowas. Aber wir haben ihm seine Rüstung schon mal denied. Das Problem ist halt Jaina. Wenn er jetzt Jaina raus... Obwohl, er darf nicht Jaina rausspielen. Das würde ihm das Spiel kosten. Ich meine, er kriegt 5 Rüstung. Unser 13-1er ist dazu strong. Er müsste hier auf jeden Fall Ping. Und dann ist die Frage, was er dagegen dann noch machen kann. Natürlich ist es jetzt hier ein bisschen problematisch, dass ich die... dass ich hier die Doppel-Cold-Bloods auf ein Minion spielen musste, aber der Push war auf jeden Fall worth it, Leute. Der Push war auf jeden Fall worth it. Das ist ein bisschen schwierig, gegen dieses Control-Matchup hier das Ganze anzumachen. Das Baku-Deck spielt ja tatsächlich eher ein bisschen aufs extrem aggressive, also nicht so, er pinkt, okay, er pinkt. Das heißt also, er hat sich gegen Jaina entschieden. Dann kommt hier das Polymorph. Okay, das heißt also, wir können ihn hier nicht komplett punishen. Voodoo-Doll. Das ist aber gefährlich, mein Freund. Das ist sehr, sehr gefährlich, was du da gerade momentan spielst. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Das ist ultimativ gefährlich, was du da spielst. Weil wenn du jetzt nämlich Jaina rausspielst, kannst du wieder nicht pingen. Du kannst nur ihn wegmachen über den Ping. Und in den 7-8er müsstest du nochmal hexen. Und die Frage ist, ob er Doppel-Hex spielt. Theoretisch wird er Doppel-Hex spielen, weil Q-Block ihn wahrscheinlich zu arg abfuckt. Weil in jedem Mage, der irgendwie gegen Q-Block spielen muss oder sonst was, würde ich das auf jeden Fall mal. Er kann halt hier den Doppeltrade setzen. Das ist schon super, super strong, muss man einfach sagen. Die Ding ist auch wirklich eine gute Karte, Leute. Oh, der Lich King. Der Lich King. Ah, das ist nicht gut, Leute. Lich King ist problematisch. Silence wäre hier gut. Plague Scientist wäre optimal, Leute. Top Deck Plague Scientist. Ah, leider nicht. Beten ihn hier für 4. Wäre schön gewesen, wenn wir irgendwie noch einen Doomerang hätten, der aufs Face gehen würde. Hatten wir aber leider nicht. Da kommt Jaina. Das ist ein perfekter Jaina-Play jetzt theoretisch. Er hielt sich um 5. Wir können ihn damit nicht töten. Wir bräuchten irgendwie was wie noch ein Deadly Poison. Wir bräuchten den Leeroy. Wir bräuchten... Fungalmancer würde nicht reichen. Also Jaina ist ja eigentlich der perfekte Play. Er kriegt plus 5 Rüstung dazu. Könnte aber nichts weiteres machen. Hätte aber ein Elemental draußen, mit dem er sich dann immer wieder die ganze Zeit healen kann. Also das ist... Wow, okay, damit habe ich jetzt actually nicht gerechnet. Damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Das ist ein ganz schön starker Play, möchte ich mal behaupten. Das ist wirklich ein ganz schön starker Play, weil damit kann er halt jetzt nämlich ein bisschen aufräumen und gleichzeitig halt
seine Jaina rausbringen. Die Frage ist nur, wird es reichen? Er macht 3 weg vom Board. Jaina kommt raus. Er geht hoch auf 12. Ne, er geht hoch auf 13. Wir haben 5. Wir haben 5. Wir haben 5 und 2 werden 7. Aber vielleicht hat er es hier einfach noch nicht. Topdeck Jaina. Oh, super sad. Meteor. Okay. Ich habe das Gefühl, er hat Jaina einfach noch nicht. Es wäre halt optimal, einfach hier den Leeroy zu ziehen, aber das wird halt hier schwierig sein, Leute. Explosive Runes. Oh nein, er kann es damit töten. Ach nein, er kann es noch nicht töten. Kann uns noch nicht töten, außer er hätte einen Feuerball oder sowas, aber dann würde es keinen Sinn machen, dass er Big Mage spielt. Ah, okay, aber damit ist es GG, Leute. Das können wir nicht mehr rausholen. Alex Strata in diesem Deck. Interessant. Sehr, sehr interessant. Wir können den Damage hier nicht machen. Wir ziehen eine Karte, haben noch einen Zug übrig. Der Leeroy hat uns gefehlt, Leute. Well played. Sehr, sehr gut gespielt von diesem Big Mage. Sehr, sehr controllig. Schön ruhig geblieben, als ich ihn unter richtig krassen Druck gesetzt habe. Von wegen noch einen Zug länger und du machst nichts und mit meiner Waffe bist du tot. Wirklich gut rausgespielt. Ich glaube, Alex war hier die beste Wahl. Ich weiß jetzt nicht, ob er Jaina getopdeckt hatte. Ich habe jetzt gerade das nicht so ganz drauf geachtet. Aber hätte er früher Jaina rausgespielt, hätte ich ihn wahrscheinlich geliefert. Ich hatte die ganze Zeit die Hoffnung auf den Leeroy. Ich hatte die ganze Zeit die Hoffnung auf irgendwas Gutes, so in die Hinsicht, wo wir ihn töten können. Aber das Glück war nicht auf unserer Seite, Leute. Der Leeroy ist im Deck geblieben. Wahrscheinlich haben wir ihn jetzt direkt auf der Stadthand, so wie es halt immer ist. So, liebe Leute, da bin ich jetzt wieder. Es tut mir leid, ich musste hier gerade einen super krassen Cut setzen an dieser Stelle, einfach weil mir mein Hearthstone gecrashed ist. Und währenddessen hat natürlich mein OBS gemeint so, hey, ich nehme mich auf, als ich gerade eben schon auf die Aufnahmetaste schon wieder 5-mal draufgehämmert habe. Ja, so läuft es, liebe Leute. Ist super, super cool. Nee, auf jeden Fall, wir spielen gegen einen Even Paladin und ich hatte gerade eben wirklich den Leeroy auf der Starthand. Also war das nicht so optimal. Aber ist okay. Mit der Hand kann ich wirklich handeln. Wir können sehr, sehr gut removen jetzt gleich. Spielen unseren Henge-Clan-Dude jetzt gleich raus. Können dann hier ein bisschen Damage machen. Es regt mich ein bisschen auf, dass ich jetzt gerade das Match verloren habe wegen dem Disconnect. Aber da kann man halt einfach nichts machen, Leute. Es ist heute so ein schöner Tag. Da ist egal. Ist einfach egal. Face bitte. Knife Dragler, Face. Face. Ah, danke schön. So, mal gucken, ob er den handeln kann. Der Dude ist halt super, super strong und die Waffe ist halt echt gut zum Removen. Wir hauen auch seinen Dude hier weg. Ich weiß, es ist gefährlich, wenn er halt jetzt Turn 3, er hat ja schließlich den Coin, aber den hat er sogar tatsächlich schon gesetzt. Das heißt, dass er wird nicht jetzt im Early Game irgendwas in die Richtung von Ding spielen, in Call to Arms. Das ist okay für mich, wird das wahrscheinlich eher später spielen. Wir müssen halt jetzt... Oh, er hat noch einen Knife-Juggler da. Nicht in meinen Einzel... Nein, der Dude ist... Ah, come on, warum? Why? Tell me why I don't like Mondays. Ja, komm, wir freezen ihn hier. Hitten ihn hier. Gehen Face. Weil Face is the place, Leute. Holen ihn noch raus. Charge ihm auch nochmal ins Gesicht. Machen hier ordentlich Damage eigentlich. Und das ist genau das, was das Deck eigentlich machen soll. Es soll schnell Minions rausbringen. Es soll schnell Damage machen. Es soll halt ordentlich ausrasten. Und ja, das macht das ja momentan gerade sehr, sehr schön. Call to Arms, er hat keine Knife Juggler mehr drin, das ist super, super gut. Oh, aber das ist trotzdem nicht ganz ungefährlich, möchte ich mal sagen, was er da macht. Sehr, sehr gutes Removal hier an dieser Stelle. Wir werden es ihm aber direkt mal denyen, möchte ich mal behaupten. Weil ich nicht will, dass er unser komplettes Board damit wastet. Wir machen ihn auch direkt weg. Holen uns noch eine neue Waffe. Und es ist tatsächlich nicht so schlimm, dass er hier jetzt die vielen Minions hier gleich kriegt, indem er reintradet. Weil wir können ihm im nächsten Zug, machen wir ihm hier 4. 4 und 7 wären schon mal 11 plus den Charger noch. Oder je nachdem plus den Fungalmancer, wenn er uns mehr als ein Minion stehen lässt, was er wahrscheinlich nicht tun wird. Können wir das machen. Natürlich, Consecration wäre stark. Mit Consecration könnte er fast das komplette Board wegtraden. Aber dann kriegt er trotzdem... Nee, dann ist es trotzdem Lethal. Also wir sind hier schon relativ gut an Lethal dran, Leute. Macht den Trade.
Macht nochmal den Trade, macht nochmal den Trade. Eine Spielzeit. Ah, er könnte. Stick it on. Okay. Müsste hier auf Taunt gehen, dass er überlebt. Müsste hier auf Taunt gehen, auf 3 Attack. Oh, okay, das ist well played. Well played. Er kann den Thug nicht töten. Ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Hench Clan, Dude. Well played. So. Nice. Okay, damit gehen wir wieder auf das Standchen, das ich gerade eben so random verloren habe. Das freut mich natürlich sehr. Und ich hätte gesagt, eine können wir noch machen, Leute. Einen machen wir noch. Einen können wir noch. Aber dann ist gut. Dann muss ich nämlich noch das Ganze zusammen cutten und dann noch hochladen. Okay. Mal gucken, ob wir jetzt vielleicht noch ein Match gewinnen. Das würde mich freuen, dass der Odd Rogue hier eine positive Ding rausbringen würde. Lunara ist tatsächlich problematisch. Es kann sein, dass wir hier sie relativ schnell overwhelmen. Wenn wir schnell genug sind. Der Silence könnte diesem Matchup ultra, ultra wichtig sein, wenn ich ehrlich bin. Wir behalten die Hand so. Einfach aus dem Grund, weil wir durch den Silence so viel de-triggern können. Es gibt hier gerade momentan 3 Decks, die gespielt werden in Lunara. Und das ist einmal der... Oh, wie heißt er denn? Der Taunt. Der Taunt-Dude. Also der Taunt mit Hadronox. Dann gibt es den normalen Taunt-Dude. Und es gibt noch den Spiteful Druid, der momentan auch gerade sehr, sehr viel wieder gespielt wird. Also es ist alles so eine Sache. Mal gucken, was wir da spielen. Man kann hier natürlich Schätzungen anstellen von wegen... Okay, er wird jetzt hier wahrscheinlich nichts machen, einfach end turn, was natürlich, dankeschön, mal Zeit wäre. Ja, greetings. Und wir versuchen jetzt, ihn halt einfach zu pressuren. Und die gute Iron Bleak Hole ist halt an der Stelle nur gut, wenn er halt wirklich hier Ding rausziehen würde. Wenn er hier an dieser Stelle Hadronox irgendwann mal rausziehen würde und wir halt den Druck theoretisch brauchen. Wir gehen hier einfach face. Ich finde es sehr, sehr gut, dass er die Hero Ability benutzen musste, anstatt hier irgendwie großartig was machen zu können über Ramp oder sowas. Das heißt, er spielt ein bisschen langsamer. Das heißt, er spielt wahrscheinlich den Spiteful Deck. Wenn er keinen Ramp im Early Game hat, worauf, vielleicht hat er aber auch einfach keinen Ramp gezogen, das kann natürlich auch sein, aber wenn er keinen Ramp im Early Game spielt, ist es meistens so, dass Spiteful spielt, weil Spiteful können sich keinen Ramp leisten. Aber dafür sehr, sehr gute Taunts. Tower Creeper wäre jetzt natürlich so eine Sache, die man hier sehen könnte. Genauso ihn hier kann man auch sehr, sehr oft sehen. Das ist ja auch so eine Karte, die jetzt inzwischen wirklich off-play sieht. Wir spielen an dieser Stelle Coin Hit. Dann können wir nämlich Face gehen. Der Hench Clan Dude ist halt jetzt sehr, sehr schade, dass wir... wir können ihn spielen. Weil wir kommen nämlich trotzdem durch. Nehmen damit ein bisschen Damage. Er wird aber trotzdem gebufft. Und diese Karte ist halt einfach die Key-Karte teilweise in diesem Deck. Dadurch, dass wir wirklich sehr, sehr oft mit unserem Rogue, mit unseren Knives angreifen und alles Mögliche, wird er halt natürlich immer stärker und immer stärker. Und das bringt uns in die Richtung, dass wir sagen können, okay, wir stehen in einem relativ guten Moment gerade momentan da. Ja, so ein bisschen unlucky gewesen. Das war ein wenig unlucky, aber es ist okay. Wir können trotzdem noch ein bisschen pushen. Und er hat seine Early Games Taunts jetzt schon mal weg. Seine 2 zumindest. Der Hench Clan Dude wäre natürlich besser gewesen. Das ist halt krass, dass er die direkt nacheinander eigentlich gezogen hat. Oder vielleicht auch auf der Stadthand hatte. Und dass er die halt gerade dann in Richtung jeweils von dem, was er gebraucht hat, ausrichten konnte. Er nimmt aber gut Damage, muss man einfach sagen. Er nimmt sehr, sehr gut Damage. Wir müssen nur gucken, dass er jetzt auf Turn 6 hier nicht irgendwelchen Bullshit macht. Was haben wir hier traden? Ich glaube tatsächlich nicht. Wir spielen lieber Dude raus, Ultra Face. Wir hätten ja natürlich pressuren können über ihn hier, aber da er keine billigen Spells spielt und jetzt höchstwahrscheinlich den Spiteful Summoner raushaut und wir leider nicht das Ding haben. Dazu wir hätten vielleicht doch traden. Ah, wir haben den Silence. Never mind. Falls er... Kielosef, was willst du hier? Du hast ja nicht hin. Können wir aber einfach wegmachen, theoretisch, den Dude. Silenzen oder töten. Geht beides. Töten können wir ihn tatsächlich nicht. Aber wir können ihn silenzen. Den Tar Creeper. Silence. Kill. Face. Nochmal 4 Damage. End turn. Er kommt in eine sehr, sehr schwierige Situation jetzt langsam, wo er sich entscheiden muss, wann er jetzt was spielt. Kommt was Schlechtes? Nice. Okay,
okay, das ist gut. Ja, das ist eine der besten Karten, die man tatsächlich durch Kalasaf irgendwie generieren kann. Die zwei Dudes hier. Oh mein Gott, aber er ist halt auch insanely good jetzt an dieser Stelle. Er tradet halt einfach mit beiden rein. Müsste aber dann hier eine Hero Ability verschwenden. Das heißt, er hittet jetzt hier, er hittet jetzt da. Dann überlebt aber auf jeden Fall einer. Er müsste die Hero Ability reinhauen. Er hat keine Swipes dabei, er hat keinen Wrath dabei. Allein schon, weil er Kalasaf gespielt hat, hat er keinen Wrath dabei. Und das ist sehr, sehr gut. Tatsächlich ist das sehr, sehr gut. Ultimate Winfestation kann er nicht spielen. Wir können ihn hier jetzt echt gut pushen. Wir sind auf 3. Oh. Es ist wirklich der Spiteful Druid. Ja, es ist der Spiteful Druid. Damit haut es sich halt auch echt viel Damage, muss man einfach sagen. Trade hier jetzt natürlich rein. Geht dann mit dem einen Blue Face. Ist okay. Der Dude ist noch ein bisschen problematisch tatsächlich. Es gut ist, egal wie er jetzt reintradet, er wird wahrscheinlich mit dem 1-1 reingehen, weil das andere überhaupt keinen Sinn macht. Ist okay. Ah, er kann hier Ultimate Winfestation rein. Das ist jetzt unlucky. Wir brauchen unseren Boost jetzt langsam. Oh. Okay. Damit habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht gerechnet. Er hat sich jetzt eine Karte generiert oder generiert sich jetzt gerade eine Karte. Wir können aber theoretisch Wildspine slayen. Oder wir silenzen ihn einfach. Ne, wir Wildspine slayen ihn. Das ist Silence alleine genügt hier nicht. Er hat sonst an dieser Stelle noch ein 8-8 already. Das ist keine gute Situation, in der wir hier irgendwie rausgehen wollen. Natürlich kann er jetzt hier an dieser Stelle Ultimate Winfestation auf den 4-4er casten. Kann sich natürlich hier auch Rüstung holen. Er muss halt jetzt langsam gucken, dass er hier was aufbaut. Ach, wieder ihr. How long? Oh, Death Coil, really? Das ist ein guter Heal. Ist ein guter Heal, muss man einfach sagen. Wir trade. Leroy Jenkins, please. No Leroy, okay. Play. Hit. Hero Ability, haben damit ein sehr, sehr gutes Board. Er gibt jetzt den. Falschen das? Okay. Jetzt sind wir halt wieder in der Situation angekommen, wo ich sagen muss, ah, es ist problematisch, Leute, es ist super problematisch, weil ich nicht weiß, wie wir das jetzt aushandeln können. Er wird sich jetzt immer weiter healen, die Death Knights sind halt super, super stark, wir brauchen Leroy, wir brauchen irgendwas, was ultimativen Damage Boost uns jetzt gibt an dieser Stelle und den haben wir nicht. Grand Archivist. Okay, aber es könnte doch schlecht für ihn enden, wenn ich das jetzt richtig sehe, gell? Wenn er den Cast-Trigger jetzt irgendwie in eine falsche Richtung irgendwie macht. Ich meine, er kann jetzt damit den kleinen Dude hier töten. Oh, ist er lucky. Oh, ist er lucky einfach. Nee. Eieiei. Das Problem ist, dass wir halt hier an dieser Stelle halt einfach nicht die richtigen Karten gezogen haben. Überlegt euch mal, wir hätten hier einfach nur wunderschön noch was anderes als so Barco auf der Hand gehabt. Dann hätten wir hier einfach easygoing durchgehen können oder sowas. Aber das ist jetzt sehr, sehr schlecht gelaufen, muss ich einfach sagen. 9 Karten zu 15 Karten. Können wir uns so lange noch hier... Nee, es geht halt einfach nicht. Wir können uns eigentlich nicht hier irgendwie safe spielen oder sowas. Das Ganze safe runter spielen. Durch den Silence ist es natürlich noch ein bisschen problematischer. Eieiei. Och komm, der Freeze auch noch. Was spielst denn du in deinem Deck, Alter? Wie unlucky. Silence haben wir leider keinen mehr. Das ist wahrscheinlich ein GG an der Stelle, Leute. Überlegt euch mal, er hat jetzt hier 7, 13, 10, 10, 20, 25. Wir hätten hier nichts machen können. Well played. Schade. Gut gespielt von ihm, aber wieder, die eine Karte hat gefehlt. Der Leroy in dem richtigen Zeitpunkt hat einfach gefehlt. Genauso irgendwie Fungalmancer wäre super gewesen. Alles Mögliche. Naja, nevermind. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen, liebe Leute. Lasst es gerne da. Also ihr könnt es mir sehr, sehr gerne zeigen, wenn es euch gefallen hat, mit dem Daumen oder sowas. Schreibt mir schon in die Kommentare. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.